Komm schnell zu. Gleich sein, anders sein. Von was hängt es ab, wie du dich anlegst? Was hat einen Einfluss auf deinen Geschmack? Auf was schaust du bei deinen Kleidern? Ich gehe nicht der Mode an. Ich nehme einfach das, was mir gefällt im Laden. Und was gefällt dir im Moment so für den Stil? Ja. Jeans und Pullover einfach und Leibli, Turnschuhe. Am liebsten leger. Also ich schaue nicht so sehr auf Modeströmungen, sagen wir Fiorucci-Sachen und so. Eher, dass ich ein paar Hosen habe und so. Das Farbenbett stimmt mit mir nicht. Also ich bin einfach angelegt als Freak, oder? Und ich gehe nicht der Mode an, überhaupt nicht. Ich möchte schon meine Kleider eigentlich selber bestimmen, aber ich merke eigentlich selber, dass ich in einem Strom mitschwimme, oder? Dass ich eigentlich, ja, mich schon nach dem richte, was ich diktiert wird. Der Einfluss von dem, was gerade so in ist auf dem Modemerit, vom Angebot, das sie in den Läden hat, scheint doch grösser zu sein, als man manchmal möchte zugeben. Jemand, der schon vom Beruf her mit der Mode zu tun hat, ist Janet. Sie ist 17 und arbeitet seit ein paar Monaten in dieser Boutique als Verkäuferin. Sich schön anzulegen, ist wichtig für Jeanette. Es muss nicht unbedingt etwas Auffälliges sein, aber doch irgendwie etwas Eigenes. Früher wollte Jeanette zwar gerne auffallen, sie hat bis ungefähr vor einem Jahr bei den Teddys mitgemacht. Der James Dean, der Rebell von den 50er Jahren und der Rockstar Elvis Presley, die hier auf allen Teddys. Der Tod von Elvis vor ein bisschen mehr als 3 Jahren hat die alten Zeiten, Teddy-Zeiten, wieder aufleben. Auch Janet ist dann zu einer Teddy-Klicke gestossen. Man hat bei den Teddys nicht nur für die Stars und die Musik geschwärmt, man hat sich auch im 50er-Jahr-Stil zweckgemacht. Janet hat die Schuhe und Kleider aus dieser Zeit in Brockhäuser zusammengesucht. Die Schuhe und Kleider waren auch Einzelstücke, die man nicht einfach in einem Laden hat kaufen konnte. Jedes in dieser Clique, so erinnert sich Janette, wollte besser sein als die anderen, mehr auffallen mit seinen Sachen. Dann hat zum Beispiel jemand einen Schüpp angelegt und das hat vielleicht früher nie jemand angelegt, so einen ganzen knalllangen. Und dann einfach, man hat gesehen, das nächste Mal haben einfach ein bisschen mehr so etwas angelegt. Und also man hat einfach schärig abgeschaut und versucht, eben, sich übertrumpfen. Und ist man dann auch neidisch aufeinander? Ja, so wenn jemand schöne Schuhe hat oder ein schönes Kleid, weil das waren ja Einzelstücke, die also, man gefunden hat. Oder? Und hat es denn so eine gewisse Rangordnung gegeben, gelegen, wer die besseren Kleider, die originelleren, hatte? Eigentlich nicht. Aber wenn man so in die Disco reingekommen ist, dann einfach die, die oben gestanden sind, haben schon auf den ersten Blick so geschaut, was einer anhat. Oder? Aber so. Und
Und ist es wichtig für dich, in einer Gruppe zu sein, gleich zu sein wie andere? Ja, weil also, ich war einfach mit denen zusammen, weil die haben eben den gleichen Geschmack wie ich. Und dort haben wir einfach immer versucht, etwas zu machen, das allen gefällt. So eben vorgehen und Rock'n'Roll hören und so. Janet ist in ihrer Teddy-Zeit viel Rock'n'Roll tanzen, zusammen mit der älteren Schwester. Janet ist seit etwa einem Jahr nicht mehr bei den Teddys. Warum bist du heute nicht mehr bei dieser Gruppe? Die Teddys haben sich immer mehr vermehrt, oder? Und es hat einfach immer mehr gegeben und die Hälfte hat man nicht mehr gekannt. Die haben nichts mehr zu tun. Also das heisst, sie haben nicht mehr gewusst, was sie machen. Sie sind entweder den ganzen Tag im Restaurant geguckt und dann ins Kino und dann wieder heim. Und das war also immer das Gleiche gewesen. Und mir hat es einfach gelangt, oder? Und was gefällt dir denn jetzt? Mir gefällt die Mode immer noch gut und die Musik gefällt mir auch noch gut. Aber ich tun mich auch noch ab und zu noch ein bisschen eleganter anziehen. Weil ich finde es auch noch schön und ich kann es mir jetzt eben leisten, wenn ich jetzt arbeite. Und auch ich habe keine Zeit mehr, um in Brockenhäuser zu gehen. Brauchst du denn viel Geld für Kleider jetzt? Im Moment schon, ja. Es ist einfach, es kommt von dem, als ich neu in die Schule gegangen bin, dann konnte ich mir keine teure Kleider kaufen. Und jetzt habe ich keine Zeit, aber ich habe das Geld und dann muss ich halt schnell etwas kaufen, das einfach zehnmal mehr kostet. Know how to boogie, but everyone can rock and roll.
not know how to boogie, but everyone can rock and roll. Michaela und ihre Freund, der Patrick. Michaela ist 17 und geht in die Kunstgewerbeschule. Für sie ist Punk Protest. Sie will dort Nein sagen, wo andere einfach Ja sagen. So 77, 78 hat das angefangen. Also dort habe ich erst mal so mal die Sex Pistols gehört und so die Gruppen. Und dann, ich bin verscharig abgefahren auf die Musik, oder? Und dann habe ich gedacht, das muss ich allen zeigen. Ich muss allen zeigen, wie es um mich steht. Und also, und dann habe ich einfach, bin ich dann einfach so zum Punk geworden. Was hast du denn allen wollen zeigen? Ja, die ganze Kabüte, also ich kann allen zeigen wollen, dass ich kaputt bin, dass das mein Leben ist. Weil ich habe mich einfach schade verstanden gefühlt durch die Musik und durch die Texte und alles. Und hat es nicht manchmal Mut gebraucht für dich, so auffällig rumzulaufen? Ja, nein, also am Anfang war es vielleicht schon komisch gewesen, so, aber eigentlich nicht. Mit der Zeit hat es mir sogar schon den Plausch gemacht, wenn ich die Leute unheimlich schockiert habe. Wie hast du denn die Reaktionen so erlebt von den Leuten? Wie haben sie auf dich? Ja, also scharig negativ. Manche haben also manchmal ist es dort zu so Handgreiflichkeiten gekommen, oder sie haben mich einfach angeflucht oder nur mich einfach hässig angeschaut, verschreckt. Auch als ich damit angefangen habe, war es Protest, vor allem auch gegen mein Elternhaus, gegen meine Familie, überhaupt gegen meine ganze Umwelt. Aber ein Protest, der schon wieder vermarktet wird? Ja, das ist wahr. Obwohl, ganz am Anfang war es nicht so. Dort war es wirklich etwas völlig Neues. Und, also, ja, eine Art Revolution. Das ist schaurig, viel Energie hatte, Kraft. Obwohl, es wird alles vermarktet. Alles wird zur Mode gemacht. Michaela will Nein sagen, Nein zum Konsum. Sie will möglichst wenig kaufen. Alte Kleider kommt sie zum Teil geschenkt über. Manchmal geht sie aber auch in die Brockhäuser und schaut, ob sie etwas finde, das besonders gut gefällt. Aber sie kauft es auch dann nur, wenn es nicht zu viel kostet.
Michaela probiert auch manchmal etwas selber zu machen oder tut alte Kleider umändern, gestalten. Sie möchte nicht Sachen tragen, die jede zweite damit auf der Straße rumläuft. Aus Abfall, so findet Michaela, kann man viel machen. Zeug, das andere Leute fortgehen, das kann sie brauchen. Das ist ein schwarzes Lederschüppchen, das würde ich nehmen. Schließlich und endlich muss man mit der Zeit gehen. Du kommst so. Du kannst auch als Punk nicht einfach stecken bleiben. Du musst ja, du mit deinen faulen Sprüchen. Ja, du musst wirklich im Trend sein. Mit der Turmini auch. Also meine Haare bedeuten mir schon arg viel. Für mich ist das eigentlich das Wichtigste. Wie soll ich sagen, einem Punk, was die Haare sind. Und mir macht es so scharf und blasch, wenn ich da einfach so reinschneiden kann und dann schauen, was passiert, oder wenn ich sie färbe. Das ist einfach, das stellt mich immer scharf auf. Ich finde, die Kleider, die kann man wieder abziehen. Die kann man einfach wechseln, wie man will. Aber die Haare, die hat man einfach. Ich bin eigentlich für Solidarität unter den Punks. Und also mich freut es eigentlich meistens, wenn ich jemanden sehe, also wo auch ein Punk ist. Weil das ist irgendwie ein Zeichen, dass man nicht allein ist. Dass es noch andere gibt, die einfach auch das machen. Ist es für dich wichtig, von der Gleichgesinnten akzeptiert zu werden? Ja, eigentlich schon. Was gibt dir das für ein Gefühl, so zu einer Gruppe dazu zu gehören? Ja, es ist auch ein Teil, einfach dass man nicht so einsam ist, weil vor allem in einer Großstadt ist das schon arg schlimm. Und eben, wenn man die Leute schockiert, und dann wird man auch abgelehnt. Und ich meine, irgendwoher braucht man einfach Sympathie, Zuneigung. Ohne das geht man einfach noch mehr kaputt. The first thing that I saw, I never see that kind of classical girl. I understand that it was the first thing that I saw. That was fate. It's a ballistic smile. That was fate. It was a word, what a word, what a word, what a big word. What a world to be drowned in. It's just a joke, man. It's just a joke, man. It's just a joke, man. Ja, gleich sein, anders sein. Das ist das Thema, das uns heute hier beschäftigt. Und wir haben hier auf dem, ich kann nicht sagen Diskussionsecke, auf dem Diskussionsposter schon bereits ein bisschen über die Filme geredet, wahrscheinlich dir daheim auch. Weil gerade das zweite Beispiel, Michaela, ist so nach dem, was wir auch hier empfunden haben, doch schon relativ weit gegangen. Sie hat selber gesagt, sie hat noch mehr Kleider, sie kann wechseln, sehr eigenwillig ausgewählt. Sie hat vor allem ihre Frisur auch anfangen. Glaubt ihr, dass Michaela in diesem Sinn glaubwürdig ist, das, was sie macht? Glaubt sie das? Ist sie überzeugt von dem? Oder macht sie das irgendwie aus einem reinen Protest aus, oder weil das irgendwie innen ist, modern ist? Wie glaubwürdig ist für euch, Michael? Also für mich ist sie sehr glaubwürdig. Denn ich bin mit dieser Mädchen in der Klasse, oder? Und ich habe sie jetzt immer kennengelernt, auch wie sie so ist. Und ich finde, sie steht total zu dem. Da gibt es überhaupt nicht auszusetzen. Also, es ist nicht einfach irgendeine Mode, sondern es ist irgendeine
Nicht nur äußerlich so, sondern auch irgendwie innen dran. Mhm. Geht es den anderen auch so? Hat er es abgekauft? Ja. Also müsste man fast sagen, bei ihr sich anders anlegen wäre unehrlich in diesem Fall. Ja. Nun, ihr kennt das, ist uralt, Kleider machen Leute, dass so wie man sich anlegt, man etwas mehr zum Ausdruck bringt von seiner Persönlichkeit. Es gibt andere Möglichkeiten, sich zu zeigen, aber Kleider sind einfach mal eine Äußerlichkeit, die echt wichtig ist. Habt ihr das schon erfahren, ein ganz konkretes Beispiel, dass das, was ihr habt, anhatte, Auswirkungen hat auf eure Umwelt? Positive, negative? Ich glaube einfach, man wird die Kleider, die man anhat, nach denen wird man, das, wenn man sich mit jemandem begegnet, nachher hat man zum Beispiel schöne Kleider, dann ist es gerade, ja, ist in einer besseren Gesellschaft. Und wenn man nicht so schön daherkommt, heißt es, ja, da ist mit zähnigen Leuten zusammen. Man wird einfach viel zu fest äußerlich, einfach nach dem Äußeren. Das heißt, man nicht so ein bisschen Haufen, man, ganz konkret, du persönlich, hast du das schon erlebt, dass du dadurch, du bist angelegt gewesen, hast Reaktionen ausgelöst, dass man gesagt hat, schau jetzt dir. Nein, ich selber eigentlich es nicht zu erfahren. Mhm. Also mir ist das schon bei dir passiert, dass ich... Also früher, als Klein, habe ich immer an das Zeug von der Schwester antragen und dann hat sie mich immer ausgelacht. Und dann mit der Zeit hat sie mir einfach ausgehängt. Und dann habe ich erst recht das angelegt, was mir gepasst hat. Und nicht immer das, was die anderen auch angehabt haben. Und dann haben sie einfach mich in eine Ecke gestellt, sozusagen. Weil ich nicht so rumgelaufen bin wie sie. Läufst du auf der Straße draussen auch so rum, wie du jetzt hier, ja, im Fernsehstudio, ja, angelegt bist? Du hast dich nicht extra jetzt für die, nein, Sendung so angelegt. Und das ist ein Stück weit Protest, dass du früher hast müssen, relativ viele Sachen anlegen, die du nicht selber hast können auswählen. Ja, das kann ich nicht sagen. Aber ich habe es auch nicht gern, wenn ich so Zeugs anhabe, wo sowieso die Hälfte der Leute auch anhaben. Also ich habe schon gerne etwas extra, darum mache ich manchmal schon Zeugs selber. So. Mhm. Andere Erlebnisse, dass eure Anlegung etwas ausgelöst hat? Ja, so wie man angelegt ist in diese Gruppe, man wird einfach in so eine Gruppe eingestellt. Ich meine, man kann sich jetzt nicht irgendwie anders anlegen, wie der ganze Gruppe ist. Man muss einfach ein bisschen drin hineingehören. Gehört jetzt das richtig raus? Vorhin hat Lili gesagt, sie tue fast ändern aus einem gewissen Protest, weil sie nicht anhaben will, was andere haben, sich so anlegen. Gehört bei dir richtig raus? Du hast eher das Gefühl, du müsstest dich wie andere anlegen, um dazuzugehören? Ja, ich habe einfach mehr das Gefühl, ich gehöre dazu, wenn ich, also ich meine, nicht gleich angelegt bin, aber in dem Stil so, ja, ähnlich angelegt bin. Mhm. Auch wenn zum Beispiel jemand ganz, wenn eine ganze Clique ist und die sind alle gleich angelegt, dann kommt das sicher auch viel vor, dass jemand einzeln, der dann anders angelegt ist, wird einfach wie ausgestoßen, oder? Und durch das hat man einfach selber immer fast ähnliche Sachen an wie die anderen, oder? Sogar an mein Gleiches. Das ist dir persönlich auch schon passiert. Du hast gesagt, heute Abend gehe ich mit denen zusammen fort oder mache ich etwas. Also muss ich mich ja wahrscheinlich so und so anlegen. Ja, ja. Das machst du selber auch. Ja. Mhm. Wir sagen ja etwa von den Jeans, das sei die freiwillige Uniform. Und ich habe jetzt gesehen, dass sowohl der Thomas wie der Lukas beide zusammen Jeans anhaben. Ist es auch für irgendwie dazuzugehören bei einer Art von Jugend? Ja, also ich finde... Vielleicht schnell zuerst Lukas, dann komme ich zu dir. Ich finde, die Jeans, das sind wirklich die besten Hosen, die man haben kann. Also, ja. Vom praktischen her? Ja. Also ich habe jetzt zum Beispiel etwa zwei Monate da, oder? Noch nie gewaschen? Ja. Noch nie abgezogen? Immer noch relativ sauber. Nein, das nicht. Also du würdest das weniger aus einer Gesinnung heraus anlegen, sondern aus praktischen Gründen? Ja. Ja. Bei dir, Thomas? Ja, ich lege das sicher nicht aus einer Gesinnung heraus an. Ich habe auch andere Hosen, aber ich finde die am passendsten, sie sind auch am bequemsten. Und ich weiß nicht, ich will mich nicht in eine Gruppe rein tun, nur weil ich Jeans habe oder so. Mhm. Irgendwo bin ich ganz sicher, ob ich das richtig sehe, spüre ich in diesem Gespräch einen gewissen Widerspruch, dass die einen sagen, ich lege mich so und so an, für mich selber zu sein. Und andere sagen, ich lege mich so und so an, für zu einer Gruppe zu gehören. Also die einen wollen Individualisten sein mit ihrer Anlegung und die anderen gerade nicht ausgeschlossen sein und nicht allein sein. Spürt ihr das auch als Widerspruch? Ja.
Und wann macht man was? Wann legt man sich an, für dabei zu sein? Und wann legt man sich an, für sich zu sein? Gibt es da irgendetwas? Ich glaube, irgendwie, das kommt auf die Gruppe davon, wo man sich mit denen abgeht. Also zum Beispiel, die Heads, die legen sich auch nach den 50 Jahren halt so. Und Freaks, die legen sich einfach so an, wie es ihnen passt. Oder? Also wenn zum Beispiel wird der Freak mit Schalen rumlaufen oder so, dann würde er sich mit den Schalen rumlaufen. Die sind, ich finde die einfach irgendwie viel offener. Oder die anderen. Also ich glaube, es braucht noch schwierig viel Mut, wenn man weiss, wenn man nicht so angelegt ist wie die anderen, dass man dann irgendwie nicht so dazugehört. Dass man den Mut hat, eben das anzulegen, was einem passt. Und nicht das anzulegen, ja, jetzt muss ich halt und sonst gehöre ich nicht zu denen. Dass man einfach gleich das anlegen, was man will. Ist denn das Opfer wert, nicht dazu zu gehören, nur dass man etwas anders angelegt ist? Ich würde jetzt noch meinen, dass in der Anlegung, wie du jetzt hier bist, unter Umständen nicht zu einer anderen Gruppe könntest passen. Ist das nicht schon passiert, dass du bist ausgeschlossen worden wegen dem? Doch, selbst schon, aber ich wollte einfach immer probieren, dass die Leute dazu zu bringen, dass sie eben nicht mehr so stur sind. Und darum mache ich extra so Zeugs. Ich wollte einfach probieren, so in meinen Kreisen, dass die Leute vielleicht mal auf andere Ideen kommen, als immer einfach so die Leute nach, zum Beispiel nach der Kleidung beurteilen oder in anderen Sachen. Also, ich möchte lieber also von einer gewissen Gruppe ausgeschlossen sein, als meine Individualität verlieren und die Spontanität, die man beim Anlegen hat. Oder? So ist, wenn man in so Gruppen gehört und einfach immer das anlegt, wie man das muss anlegen muss, geht auch irgendwie. Dann wird man genau wie die Konsumrolle reingezwängt, wo man immer ist. Oder? Ich sehe da so halb verstecktes Nicken. Sind auch in dieser Meinung? Ja, ich schon. Lieber ich nicht zu einer Gruppe gehören oder dafür können zu sich stehen. Ja. Also ich finde, wenn man sich anpassen muss, dann ist man sowieso irgendwas falsch am Platz, wenn man nicht sich selber sein kann. Ja, genau. Aber wenn das Gesetz würde stimmen, gäbe es überhaupt nie eine Gruppe. Aber offenbar funktioniert das. Du hast, glaube ich, ein bisschen andere Meinung. Ja, eigentlich schon. Weil ich weiss nicht, wenn man nicht in einer Gruppe ist, wenn man alles alleine hat, dann macht es einem ja nicht mehr so Spass, oder? Und da wärst du bereit, eben Konzessionen zu machen, indem so sagt, in allen Fällen anzupassen über das aus, was du persönlich machst. Ja, weil es kommt jetzt, reden wir ja eigentlich nur von den Kleidern, oder? Ja, du musst etwas ganz Wichtiges sagen, glaube ich, dass man es nicht nur auf das darf zurückführen. Nicht? Also, du kannst so und so angelegt sein und in deinem Inneren auch eine andere Meinung haben. Das meinst du? Mhm. Ja, findest du nicht, dass das ein Selbstbetrug ist? Oder? Eigentlich nicht, nein. Wieso nicht? Du, ich war auch schon viel anders angelegt. Also, ich meine, wenn ich viel mit so Freak zusammen war, dann habe ich halt auch mehr so Sachen, oder? Aber ich meine, Gedanken bist du eigentlich immer der gleiche Mensch. Aber wieso geht denn das nicht, dass du dein Zeug anlegst und gleich mit den anderen zusammen bist und dass die anderen dich dann vielleicht auch akzeptieren würden? Also, bei uns in der Klasse, ich bin auch mit Michaela schon, sind ja so verschiedene Leute. Und auf eine Art ist man gleich miteinander ausgekommen. Ich meine, ein Punk und ein Freak, das ist also wirklich auf eine Art auch wieder etwas anderes. Aber man kommt eben gleich irgendwie miteinander aus. Man kann gleich miteinander reden. Habt ihr über das? Du kannst mich auch akzeptieren, wenn ich anders angelegt bin, auch schon geredet untereinander. Oder ist das etwas, das man eigentlich mehr so ein bisschen verdrängt um sich herum? Man sagt vielleicht heute wieder, wie der oder wie die angelegt ist und so. Aber redet ihr über das? Warum akzeptiert ihr mich nicht, weil ich so angelegt bin? Hat es schon Gespräche gegeben? Nicht um Mode, sondern um das. Komme ich an oder nicht in dieser Gruppe? Oder verdrängt man das? Ich weiss nicht, also bei mir zum Beispiel, ich bin viel mit anderen Kollegen zusammen. Die eine die legt sich auch so halb auch noch Freak an. Und der andere ist einfach total Gegensatz, oder? Der geht mehr auf die Jacke. Der legt Lederjacke an und so, und spitzige Stiefel und all diese Bläuschen. Und ich glaube irgendwie, wenn man akzeptiert wird von diesen Leuten, kommt es gar nicht darauf an, wie man angelegt ist. Mhm. Aber bis man mal akzeptiert wird, ich glaube, wenn irgendjemand anders angelegt ist,
man schaut wirklich zuerst auf das. Ich glaube, es ist wirklich so, was er jetzt anhat und so. Und sonst sagt man halt, oh nein, schau das ab dort. Der geht total auf Punk. Nein, komm. Ich glaube, man sollte eigentlich den Charakter eines Menschen kennenlernen und nicht die Kleidung, die er anhat. Es ist ja wichtig, dass man, genau zum Beispiel, wenn jemand eine Tätowierung hat, dann sagen auch alle, das ist ein Schläger und so. Ich glaube, man sollte doch nicht zu Vorurteilen, sondern ihn kennenlernen. Das ist ein ganz anderer Mensch. Weil wenn man wirklich sagt, mit dem hat ich nichts zu tun, dann hat man selber keinen richtigen Charakter. Man steht nicht zur Sache. Mhm. Ja, ich wollte sagen, dass einfach viel Mode hat einfach Rüdig für mich einfach Intoleranz zu tun. Dass man einfach einen nicht akzeptiert, nur weil vielleicht jetzt seine Frise ein mit Brillantinen hintergestrahlt hat oder so. Ja, bis jetzt haben wir natürlich vor allem davon geredet, wie wir es sehen, was wir machen wollen, für uns so oder so zum Ausdruck zu bringen. Aber es ist nicht schlussendlich einfach so, dass das, was modern ist und innen ist, von außen diktiert ist, ein Diktat ist. Seid ihr nicht alle zusammen, auch wenn ihr noch so meint, ihr seid frei und Individualist, halt doch Opfer von einem solchen Diktat? Ich glaube, auf eine Art, man sieht immer irgendwo etwas, wo mal jemand eine Idee hat. Und man übernimmt schon irgendwie von neuem zu etwas. Aber bei den einen ist es extrem und bei den anderen merkt man es weniger. Mhm. Wie geht's? Ich glaube, kaum, dass wir so ausgenutzt werden, wie es immer so heisst. Es weiss. Du meinst doch. Ja, ich glaube schon. So mit dem Geld. Ich meine, die verdienen ja vor allem an den Jugendlichen schaurig viel. Mhm. Da sind wir uns also offenbar nicht ganz gleicher Meinung. Ja, ich weiss nicht, aber ich sehe irgendwie nicht, was das an einem Modeschöpf würde, so einen Punker verdienen oder so. Oder ich glaube irgendwie nicht, dass die etwas an bestimmten Leuten verdienen. Es gibt einfach bestimmte Richtungen, die sie da verdienen. Und den Rest lassen sie einfach den anderen überlassen. Ja, aber ich glaube auch nicht, dass mir je jemand gesagt hat, jetzt leist das an. Wurstens, ich war noch klein. Ich kann mich nicht wehren. Wobei man natürlich auch unbewusste Entscheidungen fällt, um es nicht immer ganz sicher ist. Aber sie verdienen sicher dann daran, wenn man zum Beispiel ein paar Hosen für 70 Franken kauft. Aber man könnte die gleichen Hosen für 30 Franken, oder verdient sicher ein Produzent. Einfach einer, der das verkauft hat, der verdient sicher sehr viel. Wer könnte die gleichen Hosen für 30 Franken verkaufen? Aber die Marke macht es einfach schon aus, oder? Da verdient er sicher sehr viel, wenn er eine gute Marke hat. So eine Firma. Verdient sicher sehr viel an uns. Ho preso il treno, io alle 10 avevo lezione di tango, quanta brillantina e coraggio mi mettevo, guarda oggi come piango. Hai preso il treno, quella donna che tangava con furore nei locali della Croce Rossa. Fuori era la guerra, nel suo cuore tanto tango da unire il cielo con la terra. Hai preso il treno, mi son guardato intorno, ho viaggiato 100 notti per arrivare di giorno. Ho letto libri antichi preoccupanti, poi arrivati a Torino ci siamo commossi in tanti per quel tango ballato dal bambino. Ja, ganz unabhängig davon, ob wir gleich sein wie andere oder ob wir anders sein als andere. Eine Frage bleibt natürlich, wollen wir das wirklich so, wie wir hier auftreten, von uns, von innen raus, oder will das jemand von uns, vielleicht, dass es besser ausnutzen kann? Ja, also ich finde, wenn es einem steht und wenn man es sich leisten kann, zum Beispiel,
sollte man es schon machen, aber man sollte selber noch etwas daraus machen, irgendwie selber noch etwas dazu machen, nicht einfach, wenn andere sagen, zieh das an, das ist lässig, dann soll man das nicht einfach anlegen, weil dann wird man dirigiert von den anderen. Man sollte selber etwas machen. Also ich finde, dass es am besten ist, wenn man es, also ich finde das gut für mich persönlich, das heisst nicht, dass die anderen das auch mitmachen, wenn man seinen persönlichen Stil hat und das ist gut, weil dann findet man immer wieder neue Sachen aus und das macht schärig Spass. Da kann man so kreieren. Ja, ich finde auch, dass man nicht eben soll das anziehen, was einem gesagt wird, oder von diesen Modeschöpfern und so. Ich finde, man sollte auch selber etwas herausfinden, wie sie gesagt hat. Aber ich glaube, es wird immer so sein, dass man das macht, dass man das anzieht, was gesagt wird, oder? Mhm. Ich sehe es bei uns im Schulhaus, wenn irgendjemand etwas Neues hat, etwas ausgeflippt oder sonst irgendetwas, was auffällt, oder das gefällt dann und dann nach einer Weile sieht man schon, alle trauen mit dem Gleichen an. Also ich finde auch noch, die Mode wird ja gemacht von gewissen Leuten. Und diese sieben Leute die wirken wie ein Machtmonopol auf einem. Man sollte aber nicht zu fest darauf eingehen, weil wenn man alles gleich macht, das ist es nicht mehr interessant mehr. Wenn man selber etwas macht, hat man doch noch etwas, seinen eigenen Stil vielleicht, den vielleicht nicht jeder hat. Was ich finde, zu dem, was Tanja gesagt hat, wegen dem im Schulhaus, es ist schon so, wenn es jemandem gefällt, dann legt es einfach mit der Zeit ziemlich alle an. Und wenn es jemandem nicht gefällt, dann geht es einfach um, oh, schau mal, was hat denn die an und so. Und all das ist einfach blöd. Ich finde, man sollte doch jemandem die Freiheit lassen, dass er anlegen kann, was er will.